So, nach meinen Haufen zu urteilen, müsste das Teil 5 sein. Ich weiß es nicht. Hallöchen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einem Zettelvideo, wie ich dazu immer sage. Ich habe da ganz viele Fragen mir zusammengesucht. Teilweise wurden mir die auch schon so gestellt oder die werden immer wieder gestellt, auch wenn man mal live irgendwie ist. An der Stelle, ich blende euch hier ganz viel ein. Bitte, das ist auch unten in der Videobeschreibung drin, klickt das an. Gerade der WhatsApp-Kanal ist, glaube ich, sehr praktisch. Also die Leute, die es gemacht haben, die wissen, ich schicke da einen Link, manchmal auch einen Link zum coolen Video von einem Kollegen oder zu irgendwas anderes, was ich auf YouTube gesehen habe. Also ich glaube, das ist ganz gut. Die erste Frage, die hatte ich schon das letzte Mal im Video gezogen. Aber ich filme das ja alles am Stück, ne, ist ja klar. Welche Location hat dich bisher am meisten beeindruckt? Ich sollte mal mein iPhone endlich ausmachen, weil irgendwie sind die heute alle ganz wild, um diese Uhrzeit irgendwas zu schreiben. Es ist schon nach 9. So, welche Location hat mich am meisten beeindruckt? Also landschaftlich gesehen amerikanische Nationalparks, aber auch hier in Deutschland habe ich schon tolle Sachen gesehen. Ich bin einfach schnell zu begeistern, wenn etwas unerwartet ist, wenn etwas anders ist. Beispiel: Straßburg ist anders da wie Colmar, ist anders wie Metz, wie Paris, wie ich bin oft in Frankreich, wie Troyes, wo ich war. Ja, andere Baustile, andere Fachwerkhäuser in Troyes zum Beispiel. In Nancy ist, man hat so das Gefühl, das ist doch irgendwie wie Versailles, wenn man da auf dem Place Stanislav steht. Also ich bin immer begeistert, wenn es interessant ist. Natürlich kommt es immer darauf an, was man macht. Coole Locations oder spontan etwas zu finden, wo man nicht erwartet hat, man geht irgendwo rein. Ist mir in Straßburg neulich passiert, in der Bibliothek von der Universität am Platz der Republik. Da kann man reingehen. Man kann zwar nicht hochgehen, aber da gibt es ein ganz tolles Treppenhaus. Und das war so ganz spontan entdeckt. Ich dachte, gehst du mal rein, gehst mal gucken. Ne? Also da bin ich ziemlich locker. Hast du ein Lieblingsbild, das eine besondere Geschichte erzählt? Nein. Ich weiß nicht, ob ich ein besonderer Geschichtenerzähler bin in meinen Bildern. Mir fällt da nichts ein. Das ist auch mal was. Also, manche müssen da immer ganz mal, ne, ein Fass aufmachen. Ich nicht. Hast du einen festen Stil oder probierst du gerne verschiedene Techniken aus? Ja, aber natürlich probiert man verschiedene Techniken aus. Und ich finde es todlangweilig, wenn einer nur eine Sache macht. Man kann natürlich sagen, auch kamerabedingt, ich mache nur Schwarz-Weiß, ja, zum Beispiel. Da habe ich auch mal jemanden die ganze Zeit abonniert gehabt, aber ich habe mir irgendwann gesagt, du hast es gerade nicht verdient, dass ich dir folge, weil du, ja, einerseits wird immer ein, das ist mein Stil propagiert und dann kommt das nächste Video und es kommt wieder irgendwas total anderes bei rum, eine andere Kamera, plötzlich Farbe, plötzlich das, plötzlich jenes und dann wieder komplettes, ja. Also probiert einfach, also ihr seid doch keine Profis, ihr seid doch Amateure. Also macht euch doch nicht selber irgendwelche langweiligen Vorgaben für euer Leben. Ja, seid doch kreativ und sagt, heute mache ich mal was Verrücktes. Heute gehe ich mal mit einem 200mm Objektiv in eine Stadt und mach mal damit Fotos. Probiert es doch mal einfach. Und dann werdet ihr sehen, was dabei rauskommt. Ist doch so. Wie entscheidest du, ob ein Foto besser in Farbe oder Schwarz-Weiß funktioniert? Das ist so ein Punkt. Also, als erstes mal, liebe Fotografen da draußen, ich rede jetzt mal über diejenigen, die gerne eine Farb- und eine Schwarz-Weiß-Version zum Beispiel bei Instagram online stellen. Und nach dem Motto, was gefällt euch besser?
Erstens mal, das ist am Ende keine Aussage, weil je nachdem, wer diese Bilder gerade ansieht, man hat ja immer ein wechselndes Publikum, wird der eine sagen, ich mag nur Farbbilder, der nächste, ich mag nur Schwarz-Weiß-Bilder. Was für mich als erstes mal in diesem Zusammenhang ein No-Go ist, einfach zum Beispiel in Photoshop, in Lightroom die Farbe rauszumachen. Ein Schwarz-Weiß-Bild benötigt eine andere Entwicklung wie ein Farbbild. Ist einfach so. Andere Kontraste, andere Herangehensweise in der Entwicklung. Bei mir ist es, wenn ich jetzt mal auf mich gehe, ich mache Fotos, manchmal sehe ich auch direkt das Schwarz-Weiß. Punkt. Brauche ich nicht weiter nachdenken, das wird dann Schwarz-Weiß gemacht. Es gibt Farbbilder, die gucke ich mir an in Lightroom und denke so, nee, das geht nicht. Das gefällt mir nicht, das ist langweilig, da passt was nicht. Mache ich es in Schwarz-Weiß, probiere darum. Also natürlich muss dann wieder eben das machen, was ich gerade gesagt habe, also an den Reglern drehen, Kontraste und, dass es eben vielleicht interessant wird. Und wenn das dann auch nicht funktioniert, dann fliegt es in die Tonne, dann taugt es nichts. Das kommt vor, das ist vollkommen normal und jeder würde euch anlügen, der sagt, ich mache keinen Ausschuss, ich überlege mir das dreimal beim Fotografieren, das ist Blödsinn. Also es gibt Leute, die machen das vielleicht so, aber die kommen dann auch nur mit 5 Bildern nach Hause und ist auch langweilig. So, arbeitest du lieber digital oder analog und warum? Nun, ich habe wirklich, keine Ahnung, irgendwo da drüben liegen ordnerweise mit Negativ, also Ordner, mehrere Ordner mit unglaublich vielen Negativen drin. Keine Ahnung, wie viele Tausende von Bildern ich auf Film gemacht habe oder auf Dia. Heutzutage, hier steht zum Beispiel mechanische Kamera, ja, eine alte Minolta. So. So eine Kamera kann man natürlich benutzen. Und würde jetzt die Welt zusammenbrechen und es gäbe noch irgendwo Film und Entwickler, dann könnte man natürlich sagen, digital kann nicht mehr funktionieren, weil wir keinen Strom haben, als Beispiel, ja, kein Internet mehr, die Software verweigert den Dienst, weil sie nicht mehr mit ihrem Server sagen kann, dass du noch das Update bezahlst, ja, also analog könnte ich sofort umsteigen. Aber heute aktuell ist es ehrlich gesagt so, dass es viele Fotografen gibt, die das mal machen, die einen Film entwickeln, teilweise sogar selber entwickeln. Das kann man alles tun. Und was passiert dann mit dem Film? Der wird in der Regel nicht vergrößert, sondern digitalisiert, um dann die Bilder wieder in Lightroom in irgendeiner Form digital weiter zu bearbeiten oder ja überhaupt dadurch auf den Rechner zu bringen. Ist nicht mein Ding. Also ich habe so viele Stunden in der Dunkelkammer verbracht, Sonntage, Wochenenden, ja, von morgens bis abends im Dunkeln gehockt und ganz ehrlich, teilweise auch Bilder für Leute gemacht und heute geht das alles schneller, wenn man das kann. Und ja, gehen wir zum nächsten. Übrigens, das ist eine Meinung. Wenn du anders denkst, ist es vollkommen okay, ist deine Sache. Du kannst machen, was du willst. Wenn du jung bist, mach das. Ja, es ist kein Fehler, mal so einen Film belichtet zu haben. Aber ob Welche Kameraeinstellung nutzt du am häufigsten? Also als erstes mal, ich nutze alle. Das ist mal ganz wichtig. Auch P. Es gibt Momente, wo du einfach nicht drüber nachdenken willst, egal was da ist, P. In der Regel ist es bei mir A, das heißt die Belichtungszeit. Allerdings nicht einfach A stur, sondern ich habe auch noch automatische ISO-Anpassung drin. Ich habe eingestellt, dass die Belichtungszeit, ich sage jetzt mal, je nachdem, was ich fotografiere, erstmal nicht unter ein 125stel gehen soll. Lieber soll die ISO hochgehen und wenn die ISO ganz hoch ist, dann darf die Belichtungszeit auch länger werden. Aber ich benutze alles, auch manuell. Und Leute, wenn euch irgendjemand sagt, nur wer manuell fotografiert, ist Fotograf. Nein. Also das... Ein Fotograf kann alles
und mach das, was zur richtigen Zeit die richtige Sache ist. Wenn du Sport machst, irgendwas, wo schnell ist, da kannst du nicht manuell arbeiten. Also da willst du Bilder abliefern und dich nicht über die Technik erheben und jedes Mal drüber nachdenken. Dafür hast du verdammt viel Geld ausgegeben. Wenn du manuell fotografieren willst, die hat ein Belichtungsmesser, aber du musst hier alles einstellen, dann kannst du auf Film gehen. Ja, dann kannst du so einen Blödsinn erzählen. Aber damit kann man auch Sport fotografieren. Aber dann hast du vielleicht dann einen Film voll gemacht, vielleicht mit tollen Aufnahmen, aber die Kamera, die kann nur ein Tausendstel und eine bessere vielleicht ein Zweitausendstel. Aber das war's dann auch. Ne? Also ist das Blödsinn. Hast du ein Lieblingsobjektiv? Was macht es für dich besonders? Nein, ich habe auch kein Lieblingsobjektiv. Das ist eigentlich gleich mit der Frage zuvor. Das Objektiv, was mir einfällt für das, was ich vorhabe, ist in dem Moment das Richtige. Und ich freue mich dann sehr, wenn ich das Richtige habe, mitgenommen habe. Aber könnt ihr davon ausgehen, dass das in der Regel auch passiert. Also ganz selten, dass ich irgendwo hingehe und sage, hättest du noch das mitgenommen? Das kommt manchmal vor, aber möchte ich auch nicht lügen. Aber es gibt nicht so wirklich ein Lieblingsobjektiv. Es ist immer das Objektiv, was es mir ermöglicht, meine Bilder zu machen. Also ich habe ein breites Spektrum. Ja, ich habe auch interessante Sachen, verrückte Sachen, wo ich dann sage, heute gehe ich damit raus, heute ist das Wetter so, die Motive könnten so sein und ich mache damit meine Bilder. Also es gibt Objektive, wo ich sage, das hätte ich noch gern lieber als zum Beispiel auch bei Olympus gibt es ja was Lichtstarkes. Ich hätte zum Beispiel gerne das 45mm 1.2. Ich habe das schon mal testen dürfen. Ich werde es auch bald wieder kriegen zum Testen. Und irgendwann, wenn ich das mal habe, dann wird es mich treu begleiten, bin ich mir sicher. Das sind alles sehr ähnliche Fragen. Was ist deine bevorzugte Kamera und warum? Passt auch wieder in die Schiene. Ich benutze vieles. Ich kann losgehen mit einer 10-Megapixel-Kamera, mit einer 12-Megapixel-Kamera, mit einer 16. Ich habe meine große Sony. Ich hätte theoretisch meine APS-C-Sony. Die müsste ich nur abmachen. Akku rein. Die hängt ja am Dauerstrom. Akku rein, Objektiv dran, los. Das geht alles. Wichtig ist, dass man weiß, ich habe das ja vorhin schon erzählt, vom Stefan, Fuji jetzt vielleicht eine Nikon für Tieraufnahmen mal sehen. Ich habe eine Vollformat Sony, ich habe mir eine Olympus gekauft, dann die OM1 für MFT und MFT bin ich würde mal sagen, so gut aufgestellt, dass ich ganz, ganz viele Bilder machen kann. Und ich bin auch nicht so verrückt, so Megapixel versessen. Diese 20 Megapixel, die ich da habe, da bin ich super glücklich. So, ich habe meine ganzen Zettel durch. Ich glaube, das war eine ganz gute Idee, das so zu machen. Ihr habt ja Einblendungen gesehen. Wie gesagt, ich mache nochmal ein bisschen Werbung. Wer mir auf Instagram bitte folgt und ein privates Profil hat, ich sage das jetzt mal hier am Ende noch, hoffentlich hört es noch jemand. Wer sagt, oh, ich möchte auch, dass ich ihm folge, aber ich habe ein privates Profil, dann schreibt mich bitte an. Manchmal sehe ich es nicht gleich, weil ihr dann in so einem Extra-Ordner landet, aber ich werde dann drauf reagieren und dann auch gerne abonnieren. Ich bin da nicht so, dass ich wahnsinnig, es gibt sehr viele Kanäle, ja, die wahnsinnig viel Follower haben, aber selber keine Follower anklicken oder vielleicht dann nicht mit diesem Kanal. Ich mache auch viele verschiedene Bilder. Ihr werdet also nicht nur dies oder jenes finden. Es ist querbeet und das zeigt auch, was ich so mache und dass ich nicht ewig immer nur eine Sache mache. Ich finde das langweilig. Gut, was haben wir noch? Wenn euch das Ganze gefallen hat, natürlich einen Kommentar da lassen, Daumen nach oben, gerne auch mal teilen, die ganze Serie teilen und ihr dürft noch gerne einen Kaffee spendieren. Ja, diese Kaffeespende, das ist
wirklich so, wenn ich mal irgendwo unterwegs bin, dann denke ich immer an diejenigen, die mir wirklich da mal einen ausgegeben haben. Davon werde ich nicht reich, keine Angst, da kommt vielleicht ein, zwei Mal was im Monat. Und vor allen Dingen, wenn es dir was gebracht hat, wenn du sagst, auch bei den anderen Videos, dann wäre das nett, mal nicht nur ein Like dazulassen, sondern einen netten kleinen Kommentar schreiben. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Ciao, tschüss, euer Sven.